Hallo und herzlich willkommen bei Voltus. In der heutigen Folge möchten wir euch die neue Schalt- und Jalousieaktor-Serie von ABB vorstellen. Kombiaktoren, also sprich kombinierte Schalt- und Jalousieaktoren, gibt es von mehreren Herstellern. Diese sind aber meistens in einer gewissen Größe oder Anzahl an Kanäle irgendwo beschränkt. 24-fach, also sprich 12-fach Jalousie, 24-fach Schaltaktoren sind bei den klassischen KNX-Herstellern bisher noch nicht so gang und gäbe. Hier hat ABB als Flaggschiff der ganzen Serie einen 24-fach Schalt- und Jalousieaktor mit 16 Ampere auf den Markt gebracht. Die gleiche Variante gibt es dann auch noch in 6 bzw. 10 Ampere und auch noch in anderen Kanalgrößen. Sprich, ABB hat die komplette Aktorenserie komplett neu aufgelegt und will somit auch gegen die anderen preiswerteren Marken stärker vorgehen können und auch so wettbewerbsfähig unterwegs sein. Was macht den Aktor jetzt besonders? Zum einen, er ist auf 12 TE aufgebaut, das heißt, er passt genau in eine Verteilung mit rein. Wie schon der Name verrät, dieser Aktor mit 24 Kanälen hat entweder 24 Schaltkanäle oder ich kann sie umschalten zu Jalousiekanälen, habe also dann einen vollwertigen Jalousieaktor mit dabei. Die Klemmen sind sowohl auf der Oberseite als auch auf der Unterseite angebracht und können laut Angabe von ABB bis 4 Quadrat aufnehmen. Es geht ansonsten auch, was immer das Hauptthema ist, welche Ader-Endhülsen passen rein. Es passen auch Doppel 2,5 Quadrat Ader-Endhülsen in die Klemmen mit rein. Auf der Startseite wollte ich gerade sagen, auf der Frontseite haben wir eine ganz minimalistische Anzeige. Hier sind wirklich nur ein paar Tasten untergebracht, sodass das Teil auch nicht so überfrachtet ist mit irgendwelchen Signalleuchten und Tastern. Und somit wirkt es auch nicht so aufdringlich. Weil, wenn man ehrlich ist, ein 12-TE-Gerät ist einfach groß. Schauen wir uns jetzt einfach mal gemeinsam die Applikation an und schauen mal nach, was das Ding da so Besonderes kann. Sobald ich mir die Applikation das erste Mal auf meinen Rechner gezogen habe, beziehungsweise in die ITS, sehe ich erstmal alle möglichen Funktionen freigeschaltet, die der Aktor mit sich bringt. Das wirkt jetzt vielleicht im ersten Step etwas überfrachtet, aber in der Hauptkonfigurationsseite kann ich mir einfach meine Kanäle, die ich nicht benötige, ausblenden. Das macht die Sache dann dementsprechend etwas übersichtlicher, wie man hier sieht. Der Aktor, wie gesagt, hat 12 bzw. 24 Kanäle. Es gibt ihn auch in kleineren Abstufungen, aber der Top-Renner ist zurzeit auf jeden Fall der 24-Fach-Aktor, sodass wir uns auch den großen dementsprechend anschauen. Wie gesagt, wir haben die einzelnen Kanäle, die ich paarweise dann umschalten kann zwischen Schalt und Jalousien. Das ist natürlich verständlich. Wir schauen uns einfach mal die groben Parameter an. Dazu gebe ich mir einmal Kanal A und B bzw. Ausgang C und D einmal frei und wir schauen uns auch einmal die Logik bzw. Schwellwerte an. In den Haupteinstellungen kann ich jetzt zentrale Objekte dementsprechend freigeben, so wie ich sie haben möchte. Sei es als zentral aus oder zentral Jalousiebefehl. Das wird dementsprechend unterschieden. Ich kann die manuelle Bedienung auf der Frontseite des Gerätes dementsprechend auch nochmal freigeben. Das ist jetzt nicht so atemberaubend. Wie es sich für einen Jalousieaktor gehört, brauchen wir natürlich verschiedene Sicherheitsobjekte. Die kann ich dementsprechend hier auf der Seite einstellen, auch mit der Priorität. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Das heißt wirklich, dass er eine stärkere Jalousie-Applikation drin hat, als wie es andere Universalaktoren haben. Wirklich ganz nett finde ich die Funktion der Logik und Schwellwerte. In der Regel sind diese Schwellwerte immer mit einem
Byte-Befehl hinterlegt, dass wenn irgendetwas überschritten ist, dann soll irgendwas passieren. Klar, das ist relativ simpel. Wir haben aber auch diese Logikfunktion mit drin und oder, exklusiv oder auch eine Tor-Funktion. Das finde ich auch ganz interessant. Wirklich spannend finde ich das Thema des Schwellwertes in dem Fall, weil ich nicht nur Prozentwerte mir anzeigen oder über den Schwellwert laufen lassen kann, sondern auch meinen Luxwert ganz dediziert. Das heißt, ich brauche einfach nur einen Helligkeitswert, der mir von draußen zugeteilt wird und schon kann ich hier ganz einfach meine Jalousiesteuerung machen, zumindest mal für die Dämmerung bzw. für den Sonnenaufgang. Diese Schwellwerte kann ich, wie gesagt, mehrere anlegen. Gibt es dann auch die Möglichkeit, diese Schwellwerte auf den KNX zu senden, beziehungsweise die Logikwerte, dass ich die extern verarbeiten kann oder sie werden intern verbunden. Beim Schalt- und beim Jalousie-Aktor-Ausgang oder bei der Applikation kann ich zum einen mal Grundeinstellungen machen, weil wenn man sich vorstellt, dass man jetzt 24 Kanäle einzeln adressieren muss und die meistens ja doch irgendwie ähnlich sind, ist das sehr lästig. Somit kann man jetzt hingehen und können gewisse Grundeinstellungen für alle Kanäle voreinstellen. Die kann ich natürlich dann auch für jeden einzelnen Kanal separiert nochmal ändern. Bei dem Schaltaktor sind es diese Themen Sicherheit, die Ein- und Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion und so weiter und so fort. Beim Jalousieaktor, da schauen wir uns ein bisschen näher an, weil das doch eher der spannendere Punkt ist. Hier kann ich zum Beispiel sagen, dass dieser Ausgang auf einen der verschiedenen Logik- bzw. Schwellwerte reagieren soll, um zum Beispiel, wie wir es eben gesagt haben, die Thematik Sonnenaufgang bzw. Dämmerung, dass er darauf reagieren soll. Das schauen wir uns gleich nochmal ein bisschen im Detail an. Diese klassischen Themen wie Behang, Fahrzeiten, wie ist der Antrieb. Das sind also Themen, die wie in jedem anderen Jalousieaktor auch sind. Hier in dem Fall bin ich aber, wie gesagt, sehr verwundert, dass dadurch, dass sonst bei allen anderen Geräten der Universalaktor eigentlich immer so eine halbherzige Geschichte war. Wenn wir uns jetzt den Kanal A bzw. Kanal AB anschauen, wähle ich jetzt hier Jalousieaktor aus. Behangsteuerung mit oder ohne Lamellenverstellung, sprich Rollladen, ja oder nein. Ich kann hier jetzt noch auswählen, wie die Szenen, die Wetteralarme oder Sicherheitsalarme sowie die Sonnenschutzautomatik freigegeben wird. Und hier ist dieser Punkt, ob ich die Voreinstellung übernehmen möchte aus der Vorlage des Jalousieaktors oder ob ich diese individuell machen möchte. Auch hier wieder die Möglichkeit, auf den jeweiligen Logikkanal zuzugreifen. Somit bin ich da relativ offen und frei. Antriebe dementsprechend auch. Ich kann mir sehr einfach da alles zusammenstellen und ich kann auch sehr schnell mir die Applikation zusammenbauen. Das war oftmals bei ABB-Aktoren beziehungsweise Applikation etwas fummelig. Da hat ABB in den letzten Jahren wirklich dazugelernt. Es macht wirklich Spaß, diese Geräte zu programmieren. Die Applikation ist wirklich aufgeräumt, sie ist sehr frisch, sie kann wirklich mit anderen aktuellen Geräten gut mithalten und das macht wirklich Spaß, damit zu arbeiten. Wir gehen einmal hin, schalten einmal auf Schaltaktor um, sodass wir auch da einmal sehen, was wir machen können. Natürlich für einen Jalousieaktor, für einen Jalousiekanal brauche ich zwei Schaltausgänge. Wenn ich das auf Schaltaktor ändere, habe ich natürlich zwei Schaltkanäle mehr zur Verfügung. Auch hier kann ich dementsprechend sagen, was soll passieren in den Grundeinstellungen bzw. den Funktionen. Auch hier die individuelle Thematik, die ich machen kann, die Kommunikationsobjekte hinzuschalten. Und alles, was so ein Schaltaktor in der klassischen Form braucht, ich denke, da muss man auf die Funktion des Schaltaktors nicht noch weiter eingehen. Also ich muss sagen, ich bin von dem Aktor positiv überrascht. Bisher hatte ABB in der Aktorik immer so einen leichten Beigeschmack verglichen zu den anderen Herstellern. Den Namen nennen wir erstmal nicht. Dieser hier überzeugt mich wirklich. Die Applikation ist wirklich einfach aufgebaut, sie ist intuitiv, man muss dafür nicht irgendwelche Zusatz-Plugins nutzen.
Von daher auf jeden Fall eine coole Geschichte. ABB gibt jetzt leider nicht an, wie stark die Relais sind, also sprich, wie viel Mikrofarad die Relais verkraften. Ich denke, man kann im Anbetracht der Tatsache mit 24 Kanälen auf 12 TE davon ausgehen, dass nicht so viel machbar ist. Vielleicht wird ABB da noch ein bisschen was nachliefern in Informationen. Wenn ihr Fragen habt zu dem Aktor, zu der ganzen Serie, wie gewohnt, kommt gerne auf uns zu, schreibt uns, ruft uns an. Und ja, wenn euch der Beitrag gefallen hat, teilt ihn gerne und liked ihn.